Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zu diesem neuen OneAppaTag über das Gerät Video. Dieses Mal geht es um dieses Smartphone, das ist das HTC One A9. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ziemlich gefreut, dieses Gerät als Testgerät bekommen zu können. Das letzte HTC, was ich im Test hatte, war das HTC One M7, glaube ich, ne? M7, das ist die M-Reihe, das ist die A-Reihe. Und seitdem hatte ich kein aktuelles HTC, also weder das M8 noch das M9 in der Hand. Umso mehr freue ich mich, wie gesagt, das A9 als Testgerät bekommen zu können. Bevor wir zu den inneren Daten kommen, gucken wir uns das einmal außen an. Wenn man das so liegen sieht, könnte man glatt denken, man hätte ein iPhone vor sich. Auch von hinten sieht das doch ziemlich wie ein iPhone aus, nur dass das iPhone ja die Kamera nicht in der Mitte hat, sondern rechte Seite. Das ist überhaupt kein Negativpunkt für mich. Ich mag persönlich das Design vom iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus wirklich gerne. Und ob jetzt Apple von HTC abgeguckt hat oder HTC von Apple oder wie auch immer, ist mir persönlich komplett egal. Mir kommt es darauf an, dass ich ein Smartphone von mir habe, wo ich das Design mag. Und wie gesagt, das Design finde ich echt schön. Ich habe dieses Display. Erstmal 5 Zoll. Display, ja, 5 Zoll. Ich glaube, ich täusche mich nicht. Ansonsten genaueres, auch wie Benchmark-Ergebnisse und so weiter und so fort, findet ihr im Testbericht auf oaad.de. Oberhalb des Displays habt ihr hier, so sieht, jetzt habe ich das hier angemacht, seht ihr hier die Front-Facing-Kamera, daneben Lautsprecher, also fürs Telefonieren. Und hier habt ihr dann noch die ganzen Annäherungssensoren etc. Hier unten HTC-Logo. Das ist so eine Sache, dadurch ist es hier unten natürlich nochmal länger, weil HTC das Logo auf der Frontseite hat. Ist meiner Meinung nach ziemlich unnötig, man hätte zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob das technisch geht überhaupt. Das ist der Fingerabdruckscanner. Man hätte ja das HTC-Logo auf den Fingerabdruckscanner machen können. Das sähe ja auch noch schick aus irgendwie. Und ja, naja, so ist es halt. Auf der linken Seite habt ihr den Einschub einmal für die Nano-SIM-Karte und einmal für die Micro-SD-Karte. Das Gerät an sich hat ja 16 GB internen Speicher. Bietet sich also an, beziehungsweise ist eigentlich a must, das per Micro-SD zu erweitern. Android 6.0 läuft auf meinem Testgerät hier, was natürlich den Vorteil hat, dass ihr die SD-Karte ja verschmelzen könnt im Prinzip. Das kann man ja ab Android 6 mit dem internen Speicher, also gibt es keine Probleme, auch da irgendwie Apps rauf zu verschieben oder ähnliches. Das ist natürlich schön, somit sind 16 GB okay, obwohl ich eigentlich finde, 2016 sollten die 16 GB Geräte bei allen Herstellern wegfallen und man sollte mit 32 GB tatsächlich anfangen. Auf der rechten Seite habt ihr den Power-Button und die Lautstärke-Wippe. Da mag ich persönlich ja immer noch zwei einzelne Lautstärke-Tasten lieber, aber das ist schon okay. Und hier der Power-Button, der ist so geriffelt, das sieht man, glaube ich, auch im Video. Fühlt sich gut an und dient der Unterscheidung. Auf der Unterseite vom Gerät habt ihr das, den Lautsprecher für Sound, ne, den Micro-USB-Anschluss, leider nicht USB-C, das Mikrofon und den 3,5 mm Klinke-Anschluss, leider an der Unterseite. Mir persönlich hätte es an der Oberseite ja deutlich besser gefallen. Auf der Unterseite den Lautsprecher, das kennt man auch vom iPhone. Da ist er allerdings auf der Seite angebracht und nicht auf der Seite, was einen Vorteil hat. Wenn ich dieses Handy nehme zum Spielen, dann halte ich das so und verdecke mit meiner Hand den Lautsprecher, der ja hier ist. Wäre der Lautsprecher hier, dann hätte man das Problem nicht. Also vielleicht könnte man das ja ändern beim One A10, falls es eins geben sollte. Auf der Oberseite vom Gerät findet ihr eigentlich nichts, außer Antenne und ich glaube, sonst ist da tatsächlich nichts. Auf der Rückseite nochmal das HTC-Logo, die Antennenstreifen, wie man sie vom iPhone kennt, hier noch irgendwie das CE-Zeichen und noch einiges an Geschriebenem, was mich persönlich nicht stört, was andere Leute, habe ich gesehen, in Reviews stört, aber wäre es mein Gerät, dann hätte ich es eh in einer Tasche, zum Beispiel in dieser, gleich dazu mehr. Und auf der Rückseite, und dann sieht man die Schrift nicht. Auf der Oberseite, auf der Rückseite findet ihr dann die Kamera. Hier gibt es den Dual Tone, Dual LED Flash, erinnert auch an das iPhone. Und die Kamera guckt auch so ein bisschen aus dem Gehäuse raus. Da denke ich, mich persönlich stört es nicht besonders. Auch ja, zum Beispiel, wenn man das Case hat, das passt sich dann an. Aber man könnte Geräte natürlich auch einfach wieder ein bisschen dicker machen und dann ist die Kamera ganz im Gehäuse drin. Ihr habt einen Fingerabdruckscanner im Gerät, das hatte ich ja eben schon angesprochen, und somit verschiedene Möglichkeiten, das Gerät zu entsperren. Wenn der Fingerabdruck eingelesen ist oder eingerichtet ist, einfach Finger drauf und schon ist es entsperrt. Noch mache ich normal. So. Ihr könnt aber auch den Power-Button drücken und dann entsperren. Oder ihr könnt natürlich den Power-Button drücken, hochwischen, entsperren und dann die PIN-Nummer eingeben. Ihr könnt, wenn ihr noch im Lockscreen seid, gibt es auch Double Tap to Sleep, weil es gibt nämlich auch Double Tap to Wake. Aber nur im Lockscreen funktioniert Double Tap to Sleep. Wenn ihr das hier macht, funktioniert das nicht. Wenn ihr es hier oben macht, funktioniert das ebenfalls nicht. Ist ein bisschen schade, finde ich. Weiß ich nicht, warum HTC das so eingerichtet hat. Ihr seht hier unten unter dem Display habt ihr die Navigationsbuttons, Home-Button, Zurück-Button und für den Multitasking-Switcher, wo ihr übrigens auch einfach alle geöffneten Apps einfach mal schließen könnt, alle auf einmal. Schauen wir einmal kurz in die Einstellungen. Ihr seht, das sieht hier auch eigentlich ziemlich Vanilla-Android-mäßig aus. HTC orientiert sich ja doch da ziemlich dran. Einstellungen sind dann natürlich noch ein bisschen verändert. Gucken wir einmal Info. Softwareinformation. Android-Version 6.0, HTC Sense-Version 7.0, es soll 6.0.1 jetzt bald rauskommen, ist aber bei meinem Testgerät hier noch nicht eingetroffen. Wo wir gerade in den Einstellungen sind, kann ich euch ja das mal kurz zeigen. Speicher und USB. Der Telefonspeicher beträgt insgesamt 16 GB, davon sind jetzt 10 GB verwendet. Und dann hatte ich eine 8 GB Speicherkarte im Prinzip eingelegt. Davon sind 5,89 GB verwendet. Hier oben seht ihr aber, Autofokus, so jetzt geht es wieder, dass der Speicher zusammengerechnet wird zu 23,27 GB. Und davon sind dann 16,71 GB verwendet. Das finde ich eine schöne Sache. So, wollt ihr das ändern? Das könnt ihr auch, dass die SD-Karte wirklich wieder als SD-Karte verwendet wird. Also die Micro-SD-Karte natürlich. Zum Beispiel, wenn ihr sie anderweitig verwenden wollt, dann müsst ihr hier auf die SD-Karte gehen und dann hier oben auf die 3 Punkte und als mobilen Speicher formatieren. Das heißt, formatieren, klar, die ganzen Daten, die auf der Karte sind, werden gelöscht. Bilder, Apps etc. pp. Daran müsst ihr denken. Also zum Beispiel gleich einfach dafür sorgen, irgendwie ihr packt eine 64 GB Karte rein, nehmt sie als internen Speicher und ihr seid eigentlich wunschlos glücklich. Ich zeige euch mal den App Drawer. Ganz normale App Drawer, ihr könnt die Sortierung ändern, irgendwie alphabetisch oder benutzerdefiniert. Ihr habt keine durchlaufende. Also ihr wischt von oben nach unten oder von unten nach oben. Ihr wischt nicht so, sondern wie gesagt. Ihr habt keine durchgehende Leiste wie beim Google Now Launcher, sondern ihr habt hier, seht ihr immer die Punkte, auf welcher Seite des App Drawers ihr gerade seid. Das Ganze funktioniert einwandfrei, schön schnell, ohne Probleme. Das war der App-Draw. Überhaupt, das Gerät funktioniert schnell. Also sei es hier irgendwie, wenn ihr ja dadurch wischt oder hier mal in die News guckt. Hier ist ja irgendwie von, wie heißt dies? News Republic. Ich glaube, damit wurde das ja, das war ja der HTC Stream. Nein, wie hieß es? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall werden da News angezeigt und ihr könnt da irgendwie auch noch euren Instagram-Account, Google+, Facebook, Twitter, was auch immer ihr wollt, da einblenden. Kamera-App ist wahrscheinlich ganz interessant für euch. Na, gehen wir da einmal rauf. Gehen wir einmal in den normalen Kameramodus, der nächste kommt später. So, nehmen wir das mal als Motiv. Das ist der normale Kameramodus. Ihr könnt also ganz einfach irgendwie hier fokussieren, das geht so nah nicht, und dann auslösen. Oder ihr könnt hier drauf drücken, dann nehmt ihr ein Video auf. Ihr habt hier die Möglichkeit, noch HDR unten auszumachen. Hier unten habt ihr die drei Punkte, wo ihr auf Bildformat und somit, ja, also bei 10 Megapixel ist es 16:9, bei 13,1 Megapixel 4:3. Könnt ihr einstellen, noch verschiedene Kameraoptionen. Videoqualität geht bis maximal Full HD. Der Punkt, hier könnt ihr auf die Frontkamera wechseln, und der Punkt ist ganz interessant, das ist diese HTC Zoe Funktion, das heißt, es nimmt dann einfach so ein kleines 3 Sekunden Video auf, das ist natürlich eigentlich nur interessant, wenn es sich so bewegen würde, und ja, mit Sound wird das aufgenommen, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Hier unten mit den 4 Buttons wechselt ihr die Modi. Klar, Selfie, macht ihr ein Selbstporträt. Kamera ist die ganz normale Automatikkamera. Panoramamodus funktioniert ganz gut. Zeitlupe versteht sich von selbst. Zeitlupenvideos, Hyperlapse-Videos sind Zeitraffer-Videos. Könnt ihr, wenn ihr das fotografiert bzw. gefilmt habt, auch noch die Geschwindigkeit ändern, in der es abgespeichert werden soll. Also irgendwie 6-fache Geschwindigkeit, 4-fache, 8-fache, 2-fache, wie auch immer. Und besonders interessant ist natürlich der Pro-Modus. Dadurch zeichnet sich hier, finde ich, auch das One A9 dann doch aus. Ich nehme das doch mal weg, das stört ein bisschen. Ihr habt im Pro-Modus verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt nämlich einmal den Fokus manuell verstellen. Tappt ihr hier einfach drauf und dann zieht ihr hier und stellt hier scharf oder eben wieder auf Automatik. Ihr könnt Belichtungszeit, so heißt es, verstellen. Das geht von einer 8.000stel Sekunde bis maximal 2 Sekunden oder halt wieder automatisch. Das finde ich persönlich ein wenig schade, dass es nur bis maximal 2 Sekunden geht. Da hätte ich mir wie beim LG G4 oder so 8 Sekunden oder vielleicht sogar bis 30 Sekunden gewünscht. Und obwohl hier Android 6.0 drauf ist, das kann ich ja gleich mal erwähnen, kann man zum Beispiel die Manual-Camera-App, die ich beim Nexus 5X empfohlen hatte, nicht hier nutzen, weil anscheinend wird die Camera 2 API nicht auf diesem Gerät unterstützt. Also manuelle Kontrolle in der Manual-Camera-App ist nicht möglich. Ihr könnt den ISO-Wert auch noch manuell verstellen. Von oder bis ISO 1600 und Minimum ist ISO 100. Es flackerte eben, das liegt übrigens daran, es ist ein AMOLED oder AMOLED Bildschirm, also es flackert nicht wirklich, sondern das sieht man nur hier in der Videoaufnahme. Belichtungskorrektur könnt ihr anwenden und Weißabgleich könnt ihr auch noch manuell verstellen, also alles, was man im Prinzip von anderen Smartphones auch kennt. Was man so nicht kennt, beziehungsweise vom LG G4 zum Beispiel auch kennt, ist die Möglichkeit, auch in RAW aufzunehmen. Ihr könnt entweder sagen, ich nehme in JPEG auf oder in RAW. Machen wir das doch einfach mal. Und dann zeige ich euch nämlich mal was. Ihr nehmt es auf, fokussiert so ein bisschen und knipst, dann seht ihr, die Verarbeitung dauert schon eine Zeit. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das irgendwie an dem langsameren Prozessor liegt. Das sind Snapdragon 615, 617, irgendwie sowas um den Dreh drin. Oder ob es an der langsameren Speicherkarte liegt. Ich habe da keine Class 10 Speicherkarte drin. Nehmt ihr das Bild, RAW-Fotos und dann habt ihr das hier. Dann könnt ihr natürlich entweder die RAW-Datei könnt ihr irgendwie auf euren Computer packen und dann in Lightroom bearbeiten oder sonst etwas. Oder ihr geht hier unten auf RAW und sagt, und jetzt kommt die automatische RAW-Verbesserung. Das dauert eine Weile. Ich mache das mal live, damit ihr mal seht, wie lange das dauert. Könnt ihr eine Stoppuhr nebenbei laufen haben, wenn ihr das möchtet. Ihr seht, 40%. Das dauert wirklich. So. Und dann könnt ihr das einfach abspeichern. Jetzt gehe ich einmal kurz in das, in den Album eine Kameraaufnahme und dann habt ihr hier das, oder besser so rum, das ist hier ein Breitbildbild, das RAW-Bild und hier dann das entwickelte JPEG-Bild daraus. Also ihr könnt das alles ohne Probleme auf dem One A9 gleich weiter bearbeiten. Das funktioniert, wie gesagt, ohne Probleme. Das war die Kamera. Akkulaufzeit. Da gehe ich noch einmal kurz hier in den Bildschirmaufnahmeordner rein und da habe ich natürlich den PC-Mark Benchmark durchlaufen lassen und wir kommen da auf ein Work Battery Life von 7 Stunden und 41 Minuten. Ich muss sagen, ich gebe auf diese synthetischen Benchmarks nicht so sonderlich viel. Ich hatte das mit von einer Woche ungefähr auf einen Ausflug und habe wirklich viele RAW-Bilder gemacht, habe auch ein bisschen gefilmt damit, ein bisschen Musik gehört, ein bisschen Podcast gehört und hatte es morgens um 8 Uhr ungefähr auf 100% aufgeladen. Und hatte so ungefähr nach 13, 14 Stunden noch 17%. 70% Akku, nicht 17, sondern 70%. Über den Tag, was will ich damit sagen? Ihr kommt auch bei starker Benutzung auf jeden Fall über den Tag. Vielleicht, wenn man es nicht ganz so stark nutzt, auch über 2 Tage, aber einen Tag und darauf kommt es ja leider. Wir sind ja noch nicht wieder in den Kategorien, wo man 3, 4, 5, 6 Tage mit einem Smartphone schafft. Wenn man über den Tag kommt, sollte man ja schon fast zufrieden sein. Und darauf kommt es ja auch irgendwie an. Hobbeln mit... Nein. Doch. Nein. Wo ich gerade in den Einstellungen bin. Gehen wir noch einmal zu alle Videos und hören uns doch einfach noch einmal hier an, wie der Sound ist. Willkommen bei OneAppaTag. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Man hört, finde ich, ganz gut, selbst auf 100% empfinde ich den Klang von dem Lautsprecher wirklich als angenehm. Natürlich irgendwie keinen Vergleich zu Geräten wie den Dual-Lautsprechern vom One M7, One M8. One M9, aber für einen Mono-Lautsprecher geht das wirklich vollkommen in Ordnung. Hoppeln wir einmal kurz nochmal in die Einstellungen. Da gibt es nämlich unter wo haben wir es denn? Anzeige und Fingerbewegungen. Es gibt auch noch den Handschuhmodus, der funktioniert auch ganz gut, wenn ihr nicht Handschuhe habt, zum Beispiel im Winter, die für Smartphone-Bedienung ausgelegt sind, könnt ihr auch mit normalen Stoffhandschuhen oder so oder durch Stoff halt hindurch das Display bedienen. Das funktioniert. Motion Launch Gesten, darauf wollte ich hinaus. Hier könnt ihr insgesamt 5 Gesten aktivieren oder deaktivieren. Die erste ist für Aufwachen und Schlafen doppelt antippen. Da sagte ich schon, Aufwachen funktioniert, also Double Tap to Wake funktioniert wunderbar, Double Tap to Sleep nur im Lockscreen und das finde ich ärgerlich. Zum Entsperren nach oben wischen, klar, wenn ihr nach oben wischt, funktioniert. Man kann noch drittens einstellen, streichen Sie nach links, um gleich die Startseite auf, aufzurufen. Das macht aber eigentlich alles nur Sinn, wenn man nicht zum Beispiel den Fingerabdruckscanner als Sicherheit eingebaut oder aktiviert hat. Viertens ist nach rechts wischen, um gleich den Blinkfeed, so heißt es nämlich nicht HTC Stream oder sowas, was ich gesagt habe, sondern Blinkfeed. Das kann man auch noch aktivieren. Und fünftens gibt es die Geste, ihr nehmt es hoch, drückt auf Lautstärke lauter und dann soll die Kamera angezeigt werden. Klappt bei mir nicht. Ich weiß nicht warum, aber es klappt bei mir nicht. Ihr könnt hier noch verschiedene Farbprofile einstellen. Ich würde das auf AMOLED lassen, weil das funktioniert und das sieht gut aus und das bereitet dann auch Freude. Kamera hatten wir. Display, wunderbar, reagiert. Ganz toll. Das Glas vom Display fühlt sich meiner Meinung nach unglaublich gut an. Das Gefühl hatte ich das letzte Mal, als ich das Nexus 4 in der Hand hatte. Bis jetzt hat sich kein Displayglas eines Smartphones für mich wieder so gut angefühlt wie das von Nexus 4, außer dem HTC One A9. Das hat es auch. Geschwindigkeit geht vollkommen in Ordnung. Kamera würde ich jederzeit dieses Gerät mitnehmen, um damit meine Urlaubsfotos zu machen. Kann ich meine Kamera wunderbar zu Hause lassen, gerade wenn ihr in RAW aufnehmt und dann hier schon alleine die automatische RAW-Verbesserung, die leider wie gesagt eine Weile dauert, drüber laufen lasst, funktioniert wunderbar und die Ergebnisse sehen ganz toll aus. Testbilder bin ich natürlich wieder wie immer am Ende des Testes oder im Testbericht auf oaad.de ein. Geschwindigkeit funktioniert. Die Größe finde ich ziemlich toll, ziemlich perfekt. Der Fingerabdruckscanner funktioniert super schnell. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. Ich locker es nochmal, Finger drauflegen. Fertig ist es entsperrt. Mir gefällt es gut, dass man keine Taste drücken muss. Wie beim iPhone muss man erst den Home-Button drücken, dann geht das Display an und dann den Finger raufpacken. Überhaupt, Fingerabdruckscanner, den könnt ihr auch als, also nehmen wir mal an, ihr seid in den Einstellungen, dann könnt ihr natürlich auf den Home-Button drücken, um da rauszugehen, oder ihr könnt auf den Fingerabdruckscanner drücken, den könnt ihr also auch als Home-Button nochmal verwenden. Ist nicht schlecht, stört manchmal dann allerdings doch, wenn ihr spielt und dann hier vielleicht irgendwie so darauf kommt mit der Hand, dann seid ihr halt aus dem Spiel raus. Noch einmal kurz zu dem Case. Das Case war beim Test dabei. Das ist dieses Dot View Cover von HTC. Ich glaube, ich persönlich würde mir das selber nicht kaufen, weil ich mag einfach das Plastik nicht, sondern würde mir dann eine Ledertasche kaufen. Aber packen wir das da mal rein. Das geht ganz einfach, ein bisschen mit Druck und dann habt ihr, seht ihr von hinten die Rückseite, das ist natürlich ganz angenehm, ihr habt hier die Aussparung für den Flash und also LED-Lampen und die Kamera, ihr kommt hier unten alles ran, ihr habt hier, die sind dann mit Gummi im Prinzip überzogen, den Power-Button und die Lautstärke, Tasten und von oben muss man ja nirgends voran, weil oben ist ja nichts. Jetzt habe ich euch schon gezeigt. Das ist das Besondere. Ihr könnt, wenn ihr dann auf den Power-Button drückt, seht ihr dadurch hier erstmal die Uhrzeit. Und dann diese nette Animation, finde ich, von der Stadt. Ich finde erstaunlich gut, wie man das durch diese Löcher sieht. Ihr könnt auch natürlich doppelt drauf tappen. Tappt ihr nochmal. Das geht immer so schnell weg, mein Gott. Also, erstmal Uhrzeit. Dann seht ihr das Datum und den Wochentag und wenn ihr... Hallo? So, geht es. Nicht doppeltappen natürlich. Also Datum, Wochentag und Datum und Batterieladestand. Das sieht alles gar nicht so verkehrt aus. Lockt ihr es wieder und klappt es auf, geht automatisch das Display an. Das funktioniert einwandfrei. Entsperrt ihr es, dann kann ich euch noch mal etwas kurz zeigen. Dann nähern wir uns auch schon dem Ende. Es gibt nämlich die HTC Dot View App. Da könnt ihr verschiedene Muster, verschiedene Themes für das Dot View Ding einstellen. Und da müsst ihr, oder Feiertags-Themes hier, 1. April, Halloween, wie auch immer. Und dann gibt es noch die Live-Szenen. Hier ist die Stadt ausgewählt. Und es gibt auch die Dot View Apps, nämlich Dot Breaker. Das habe ich installiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht glaube. Ich muss es erstmal. Ja, bla bla bla. Hülle zum Schließen spielen. Zum Steuern der Richtung drehen. Zum Starten nach oben wischen, zum Anhalten nach unten wischen. Das ist irgendwie ganz lustig. Könnt ihr das über euer Cover spielen. Das ist halt, ihr wischt. Und dann müsst ihr halt, das ist die Kugel. So, na. Kann ich nochmal alles abräumen. Das sieht ja fast so aus. Das läuft ja gut. Jetzt habe ich verkackt. Nee, ein Leben habe ich noch. Nee, 4 Leben noch, ne? Komme ich da nochmal zu? Jetzt müsst ihr mir hier beim Spielen zugucken. Das ist ja furchtbar. Das ist... Ich beende das jetzt einfach mal. Das ist ja wurscht. Das ist auf jeden Fall, ist dieses Dot View Cover besonders halt zur Anzeige irgendwie von Datum, Uhrzeit auf die Schnelle. Das ist schon ganz nett. Sowas wie diese Spiele, das ist natürlich irgendwie Spielerei. Das braucht man nicht. Aber kann man halt benutzen, wenn man das möchte. Alles in allem kann ich sagen, ich finde den Preis, dazu komme ich im Fazit auch nochmal im Testbericht, ein bisschen hoch vom One A9, aber es ist ein sehr schönes, ich nehme es nochmal aus diesem Cover raus, einen Moment, ein sehr schönes Android-Smartphone, was mir im Test große Freude gemacht hat, mit einer ganz tollen Kamera. Und ja, mir gefällt es einfach richtig gut. Das war das über das Gerät-Video, über das HTC One A9. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Wenn ihr Kritik am Video habt oder an anderen Videos, dann schreibt mir ruhig. Beleidigende, rassistische Äußerungen, Kommentare werde ich allerdings nicht freischalten, werde ich löschen, da bin ich auch gnadenlos, aber irgendwie Kritik an mir, an den Videos, an der Qualität, wie auch immer, habe ich keine Probleme mit und kann ich auch gut akzeptieren, sage ich einfach mal so. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr irgendwie den Kanal abonniert, kostet euch nichts, auch wenn es abonnieren heißt, aber wisst ihr natürlich, wenn ihr das bei YouTube guckt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye.